Denn ein Kumpel von mir, der gute Bao, der hat auch ein Selbstexperiment hochgeladen, was ich mir extra für den Stream aufbewahrt habe. Und zwar in 30 Tagen Pro-Skater werden. Und weil ich ja selber viele Selbstexperimente mache, wollte ich einfach mal sehen, wie der Bao das macht. Ich fand das 30 Tage Pro-Gamer werden Video von ihm schon vor 7 Monaten, das ist schon ja krass, auch richtig geil. Deswegen schauen wir jetzt mal beim Bao vorbei. Let's go. Ich finde es vor allem jetzt schon krass zu sehen, das geht 5 Minuten 38, also das Selbstexperiment-Video in 5 Minuten 38 zu packen. Das wird knackig und schnell, also Leute, aufgepasst. Let's go. Okay, ich will wissen, wie bald ich nach 30 Tagen Skaten komme und mit euch den Lernprozess teilen. Erstmal muss ich ein Geständnis abliefern. Und zwar stand ich noch nie auf dem Board. Ich kann schon einigermaßen fahren. Die Rampe runterdroppen. Okay, ihr konntet es vorher noch gar nicht. Krass. Glaube ich. Und einen Olli, den ich lange nicht mehr gemacht habe. Ich habe vor einem Jahr im Surfcamp von Pure das Skaten entdeckt, ein paar Wochen geskatet und dann wieder aufgehört. Schauen wir mal, wie weit wir kommen, nachdem wir wirklich 30 Tage Skaten hinter uns haben. Da bin ich gespannt, weil 30 Tage ist echt eine Zeitspanne, da kannst du echt einiges an Progress machen. Ich finde es super stark, dass sich 30 Tage einfach dafür straight up Zeit nimmt. Im Anlass habe ich von zwei guten Freunden, nämlich Matze und Tan, aus dem Surfcamp ein Skate Deluxe Deck und 50mm Rollen geschenkt bekommen. Fehlt uns Ehre. Ist nur noch alles andere. Also bin ich zum nächsten Skateladen gegangen, um mir den Rest zu holen. Passende Achsen, Kugellager, Schrauben. Ich habe mich nicht getraut, das Grip Tape selbst drauf zu machen, also habe ich es dort machen lassen. Zeit zum Bauen. Der Schnitt ist schon wieder Killer von dem Video. Super geiler Flow. Oha, was? Oh Mann, das ist richtig cool produziert. Okay, man erwartet es auch irgendwie nicht anders vom Bauen. Das ist Talk. Leute, wir haben Board. Ich hab Bock. Machen wir eine Testfahrt. Natürlich fangen wir erstmal mit ein paar Basic-Moves an. Ollis. Er kann an Tag 1 schon Olli, man kennt. Also ich habe ja mit Thomas mal dieses Kickflip-Ding gemacht. Ich habe mich ja schon mit Olli sehr schwer getan. Mein Olli, den ich da irgendwie hinbekommen habe, war halt auch kein Olli. Das war eher so ein Peter. Also er war halt wack. Shove it. Tag 1? Das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Gerade in den ersten Tagen gab es Riesenfortschritte. Das war wahrscheinlich nur mal nach Tag 3, wie hoch der springt. Baus aber auch extrem sportlich, muss man sagen. Die Ollis von letztes Jahr. By the way, ich habe nicht alle 30 Tage durchgeskatet. Theoretisch fast nur jeden zweiten bis dritten Tag. Aber das sind trotzdem echt viele Tage. Vor allem damit man einen guten Lerneffekt hat, sollte man ja auch immer Pause machen, damit man das Gehirn so Zeit hat, die ganzen Sachen zu vernetzen und so ein Kram. Also die ganze Zeit durchballern mit dem Lernen ist eigentlich nicht die effektivste Lernmethode. Teils weil es geregnet hat, zu warm war, Müdigkeitserscheinungen oder wegen Verletzungen. Gerade das hat mich anfangs echt krass aufgehalten, sodass ich... Ich frage mich, wollte gerade sagen, ich hoffe, dass er sich nicht krass verlässt, ne? Verlässt. Zwischendurch immer Pause machen musste. Aber im Fitnessstudio die Beinmuskulatur stärken hat da enorm geholfen. Im Endeffekt haben sich die 30 Tage auf fast 2 bis 3 Monate gestreckt. Krass. Boah, 2 bis 3 Monate für ein Video, das ist Dedication. Geil, feier ich. Ihr fragt euch sicherlich, hat er das alles alleine gelernt? Die Antwort ist, nein, ich habe mit Freunden das Skaten angefangen. Ist auch immer besser für die Motivation, wenn man das mit, zu zweit macht. Ist voll cool. Dabei haben mir alle immer was geholfen und Tipps gegeben, um die Tricks schneller zu lernen. Teils auch alte Freunde, bei denen ich nicht wusste, dass die mal krasse Skater waren. Wie zum Beispiel Vidan. Lol, als ob er das mit Vidan gemacht hat. Vidan ist so ein richtig krasser Action- und Camera-Guy. Der ist zum Beispiel auch im Stunt-Team von Jackie Chan und hat auch schon in Hollywood krasse Action-Choreography gemacht. Und echt heftiger Filmmaker. Hat auch bei diesem Star-Wars-Film von Sean mitgemacht. Hat letztens einen krassen Assassin's Creed Valhalla-Shortfilm gedroppt. Krasser Typ. Filme machen und Action als Spezialgebiet. Aber im Geheimen Pro-Skater. Wusste ich gar nicht, dass er so krass skaten kann. Und ich würde sagen, das hat er heute nicht unbedingt verlernt. Ich kam trotzdem nicht drum rum, mir Skate-Tutorials anzuschauen. Aber gerade bei Kickflips hat er mir enorm geholfen. So dass ich meinen ersten Kickflip im Fahren am 8. Tag stand. Am 8. Tag? Alter Bao, du Tier. Wow! Und ich sag euch, Leute, nachdem man den ersten gestanden hat, steht man auch danach den Großteil der Kickflips. Jetzt geht es nur darum, geil, den Muskel zu verinnerlichen. Boah, das ist heftig. Und schöner zu machen. Weil jetzt sieht er ein bisschen hässlich aus noch. Naja, ist schon cool. Alle sagen, der Schlüssel sei diese Bewegung. Also habe ich das geübt und geübt und etliche Schuhe demoliert. Boah, die Schuhe gehen so schnell bei sowas kaputt. Zwei Sachen haben generell bei Moves geholfen. Die eine war viel fahren. Hier hoch, dort runter, da an der Schräge entlang und so weiter. Gerade Ollis wurden dadurch immer safer.
weil mein Generalsafe auf dem Board stand. Die andere Sache war der Einsatz. Unter Skatern gibt es nicht umsonst das Sprichwort Skate or Die. Jeder Move, jede Landung auf dem Board erfordert vollsten Einsatz und Überwindung. Vieles lässt sich auch einfach nur machen, wenn du es erstmal ausprobierst. Super geil geschnitten. Es ist Bau, ey, wenn du das siehst, massive Props. Es ist so ein geiles Video. Und dabei darfst du keine halben Sachen machen. Weil sonst... Oh nein, jetzt kommen die Fails. Gut gesaved, das war halt noch ein Breakdance. Wir spüren aber aus. Keine Schmerz. Und wisst ihr warum? Er macht sogar so einen Breakdance-Move am Ende, so ein King. Wir sind Breakdance. Ich hab's doch gesagt. Ich hab's doch gesagt. Spaß. Ich hab schon etliche Kühl-Sessions hinter mir. Sexy Outfit? Deswegen vorm Skaten immer schön aufwärmen. Und Leute, safety first. Und weiter geht's mit Shove It, diesmal während der Fahrt. Ich bin gespannt, wie krass der am 30. Tag ist, weil ich finde den Progress jetzt schon echt heftig. Krass, Alter, das sieht... Also, sieht schon echt nicht schlecht aus, was er da macht. Tag 27, mein erster kleiner Grind. Boah, Junge! Kicks. Langsam die Tricks aber auch echt heftig aus. Junge, Junge, Junge. Und mal nicht. Dass man Tricks einmal steht, heißt nicht, dass man die schon kann. Und die erstmal auf Abruf zu können, ist der schwierigste Part. Ich denke, viel Fahren und Ausprobieren macht da den Unterschied. Das wurde jetzt nicht ins Video reingeschnitten, aber ich habe in jeder Session stundenlang nur Basics gedrillt. Was wahrscheinlich auch das Problem war. Ich habe nicht oft genug Neues ausprobiert. Angst vor Verletzung hat da eine große Rolle gespielt, weil ich habe mich schon echt krass gemault. Krass, dass du es so durchgezogen hast. Mega geil. Ich habe meine Handgelenke so sehr verletzt, dass Abstützen auch schon überraschend schmerzhaft war. Am Ende hat man sich trotzdem auf dem Board einigermaßen wohlgefühlt, sodass ich ein paar coole Runden drehen konnte. Aber vom Pro-Sein sind wir natürlich noch echt weit weg. Aber was erwartet man? In 30 Tagen schafft man vielleicht so einige Basic-Tricks und ganz wackelig ein paar fortgeschrittene Sachen. Aber Pros widmen dem nicht umsonst ihr Leben. Leute, ich streame wieder einigermaßen So ein geiles Video, wow, ey, bitte mach mehr Selbstexperimente, das hat so Spaß gemacht zu schauen. Ich freue mich auf deine nächsten Selbstexperimente, ohne Scheiß. Also wenn du noch welche machst, ich würde mich sehr, sehr freuen. Das hat leider erst 20.000 Aufrufe. Schaut da gerne alle vorbei und lasst liebe Grüße in den Kommentaren da. Ey, saugeil, ich bin gespannt auf die nächsten Videos.